ein Fight bis zur letzten Kurve. Mercedes wieder am Podium mit einer echt starken Pace. Und ja, Leclerc mit riesen Aufholjagd. Das war das Rennen in Kanada. Mein Recap. Beginnen wir direkt mal beim Start und der ging eigentlich mir fast zu schnell. Man hat bei den Cuts und so weiter nicht mal den Start richtig gesehen. Fernando Alonso war wie zu erwarten mit seinem Alpine chancenlos gegen den Red Bull, der natürlich vom Pace her, von Beschleunigung her einfach viel zu stark war. Konnte sich aber lange behaupten vorne. Weiter hinten ist eigentlich nicht viel passiert. Ich glaube, Magnussen wollte Hamilton in der dritten Kurve von außen überholen, hat sich dann seinen Frontflügel beschädigt und musste dann traurigerweise in die Box fahren und sein Rennen war dadurch vorbei eigentlich. Hier haben wir das Überholmanöver dann in der dritten Runde. Bis zur dritten Runde konnte sich eigentlich gut absetzen, muss man sagen. Konnte sich gut vorne halten und dann kam leider... Man hat dann auch erfahren, dass ab der 20. Runde sein Motor einen Schaden hatte und man hat das auch dann in seiner Pace gemerkt. Er ist dann teilweise 2 Sekunden langsam aus die Spitze gefahren und konnte dann vorne auch nichts mehr halten. Aber jetzt gehen wir mal weiter hinten. Hier haben wir den Kobl. Dann gehen wir mal weiter. In Runde Nummer 9 dann. Leider, das verkorkste Qualifying hat dann seinen Höhepunkt getroffen bei Checo Perez. Der Ausfall. Das ist natürlich echt blöd, wenn man in der WM Zweiter ist und natürlich auch sich vielleicht sogar wieder den zweiten Platz ausgemalt hat und dann sowas. Löste Virtual Safety Cars und auch die erste Boxenstopp-Phase, würde ich mal sagen, Max Verstappen kam rein, Lewis Hamilton kam rein, Sainz kam nicht rein, Alonso kam nicht rein, alle anderen kamen dann zum größten Teil rein und das war dann eigentlich der Anfang vom Ende. Alter, mir ist so warm. Das war dann der Anfang vom Ende bei Alpine, weil man hat ein bisschen die Strategie vermasselt, würde ich mal sagen. Hier sehen wir dann auch, war natürlich leichte Beute mit den frischen Reifen, dass da Alonso jetzt nicht stark gegenhalten kann, war auch klar. Dann der nächste Ausfall in der 20. Runde und ab hier begann dann auch Alonsos Motorprobleme. Wieder Force 10 Mick Schumacher, tragisch, wieder ein Ausfall, das ist echt dumm. Also er hat sich Punkte ausgemalt und war auch in einer guten Position bis zu diesem Zeitpunkt, nur dann ging einfach nichts mehr. Nächste VSC-Phase, dann kam auch Carlos Sainz rein, konnte sich dann auch rasch wieder Alonso schnappen und auch Alonso Hamilton schnappen und auch Alonso hat sich dann Fernando Alonso geholt, weil der ja auch drinnen war bei der ersten Safety Car Phase und das war natürlich jetzt dumm. Was macht man bei Alpine? Man hat dann bis zur 30. abgewartet, bis dann das Pit Window für die weißen Reifen offen war und hat ihn dann reingeholt, aber natürlich das Rennen war eigentlich durch. Runde 42, der einzige Stop von Charles Leclerc und der ging ein bisschen schief, er ist hinter eine Kampfgruppe mit 5-6 Autos zurückgefallen und das war natürlich auch scheiße. Also man hätte da ein bisschen mehr Leistung bringen müssen, gerade bei den Pitstops. Die waren gestern alle nicht ordentlich. Ich glaube, Williams hatte mit einer 2:38 den schnellsten Pitstop, aber dennoch, das war jetzt nicht ordentlich. Verstappen ist nochmal reingekommen, die Reifen hatten einfach keinen Grip mehr, war sehr früh drinnen und er ist reingekommen und vor allem muss man sagen, hat man das ein bisschen dumm getimt bei Red Bull, der Stop war eigentlich in Ordnung, ist aber dann hinter Hamilton für ein paar Kurven zurückgefallen, der war ja wie gesagt, da war sowieso auch keine Chance, auf der Geraden hat er ihn dann geholt. Auch ein komischer Ausfall beziehungsweise Ausrutscher von Yuki Tsunoda, hat sich frische Reifen geholt, bei der Boxenausfahrt hat sich verbremst und ist dann einfach gerade weitergefahren, kein Grip oder so, ist dann ausgefallen und dann holte man allerdings Safety Car und das Safety Car hat natürlich alles wieder zusammen gedrückt, was das Ganze, denke ich mal, auch spannender machen hätte sollen. War natürlich auch zu diesem Punkt, wo Yuki rausgeflogen ist, es war keine Auslaufzone, also man musste den Baukran auf die Strecke holen. Deswegen ist das Safety Car natürlich auch sehr okay. Dann ging es wieder weiter, Runde 62. Dann Charles Leclerc holte sich noch beide Alpine und ist auf den 5. Platz vorgestochen. Nach einem rundenlangen Fight zwischen Sainz und Verstappen, wobei ja Sainz eigentlich nie einen richtigen Angriff gegen Verstappen gemacht hat. Aber er ist wirklich immer ganz, ganz konstant nah dran gefahren und hat zwar leider nicht geschafft. Er hat, wie gesagt, hat alles probiert, aber es wird langsam. Also Sainz ist, denke ich mal, in der Form
wo man sagen kann, ja, er ist jetzt bald bereit, Wins zu holen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Auch ganz fiebrig hier in der Box von Ferrari ist man da gestanden. Aber hat da leider, es ist nichts gegangen. Verstappen hat das Rennen gewonnen. Das Podium dann mit Sainz auf 2, Hamilton auf 3 und auch George Russell von 8. Auch seine Serie nicht abgerissen. Er ist wieder auf dem vierten Platz ins Ziel gekommen, in den Top 5, so wollte ich sagen. Und ja, dann wieder die Top 10, Russell, dann Leclerc, Ocon, Alonso. Die stimmt nicht ganz, Alonso hat noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, wegen zu oft Kreuzen gegen Valtteri Bottas, dass er sich halt den 7. Platz wenigstens behält. Weil er wollte auch unbedingt vor Ocon, man hat ihm dann gesagt, nein, du darfst nicht vorne. Und er hat auch gesagt, ich war das ganze Wochenende 3-mal so schnell wie er. Aber ja, es ist einfach nur traurig. Ja, es ist wirklich scheiße. Joe dann auf, die haben natürlich den Platz geerbt. Also Bottas dann auf 7, Joe dann auf 8 und Fernando auf 9. Und Stroll dennoch auf dem 10. Platz. Also der hat da wirklich auch mit dem Wind, mit dem Rückenwind oder mit der Stärkung der Fans hat er da richtig, richtig was vollbracht, muss man sagen. So, der neue WM-Stand und der ist natürlich jetzt katastrophal für Leclerc. Das sind also immer noch 3 Punkte hinter Checo Perez und vor allem ist der Vorsprung jetzt schon fast auf 50 Punkte, also sind 49 Punkte angesprungen, also 2 komplette Rennsiege. Aber man weiß nie, was passiert. Es kann in Silverstone schon der erste Ausfall von Verstappen kommen und die Konstrukteurs-WM ist natürlich jetzt immer auch nicht so schlimm, würde ich mal sagen. Ich glaube, Ferrari hat ja sogar aufgeholt mit dem 2. Platz von und der schnellsten Rennrunde von Sainz. Ist das, glaube ich, wie viele Punkte gibt der 2. Platz? Der 2. Platz gibt 18, also 19 und 10 Punkte von Leclerc. Also man hat 39 Punkte geholt. Nein, 29 und Verstappen hatte nur 25 und man hat 4 Punkte aufgeholt. Das ist natürlich jetzt auch nicht so extrem viel. Es war ein tolles Rennen. Was war euer Highlight vor allem? Ich muss sagen, ich möchte auch noch Noten für die Top 10 auf jeden Fall vergeben. Wir schauen uns jetzt noch einmal die Noten an. Max Verstappen, eine klare 1, ein tolles Rennen gefahren, fehlerfrei und ja, natürlich konkurrenzlos will ich jetzt nicht sagen, aber auch Carlos Sainz ist jetzt nicht auf dem Niveau, wo Charles Leclerc auf jeden Fall ist. Hamilton auch eine 1, tolles Rennen gefahren und er war selbst verblüfft, dass er überhaupt so weit nach vorne fahren hätte können. George Russell, wie immer eigentlich, eine tolle, souveräne Leistung, eine 1. Charles Leclerc auch eine 1, ich meine 10 Plätze vom letzten Platz gestartet, 15 Plätze aufgeholt. Auch Ocon, naja, ich meine, durch die Stahlohr hat er den 6. Platz, würde ich mal sagen, eine 2, auch wenn Alonso, glaube ich, es nicht geschafft hätte, ihn zu überholen, war das natürlich trotzdem dumm. Valtteri Bottas auch eine 1, tolles Rennen wieder gefahren. Obwohl, nein, ich würde eher eine 2 geben, weil er hat so den ein oder anderen verbremst und ich denke mal, Ocon wäre drin gewesen. Ocon wäre safe drin gewesen zu überholen. Joe eine 1, ich meine, endlich mal wieder fett Punkte abgesahnt, der war ja auch in Kritik und so weiter. Alonso auch eine 1, auch wenn mit den Motorproblemen und so weiter, aber dennoch traurig. Stroll eine 1 plus mit Sternchen, also wirklich der Local Hero hat alles rausgehauen. Ricardo eine 1, tolle Leistung. Dann haben wir Vettel, eine 3 würde ich mal sagen, solide gefahren. Alex Albon, wieder, ich will auch sagen, eine 2, tolle Leistung, also der hat auch wieder alles rausgequetscht. AlphaTauri, Gasly, naja, aber ich glaube, auch im Auto war nicht viel drin. Man hat sich auch entschuldigt bei ihm. Also auch eine 2. Der ist souverän gefahren. Lando Norris auch ein Wochenende zum Vergessen. Aber eine 3 muss ich ihm schon geben. Also auch Ricciardo ist weiter vorne, muss man auch sagen. Er hatte zwar Probleme mit dem Motor und auch die Strecke konnte nicht. Aber da war auch eine unnötige Strafe drinnen. Und deswegen würde ich sagen, ja, eine 3. Latifi, eine 4. Also sorry, das ist einfach schade, dass der Platz, ich mag Latifi zwar, aber es ist schade, dass der Platz da unnötig für ihn da verschwendet wird, weil da ist anscheinend kein Skill da. Ja, man sagt zu mir, er braucht noch Zeit und so, aber wie lange denn noch, Leute, wie lange noch? Der fährt seit 3 Jahren in der Formel 1, wie lange braucht er noch Zeit, um die neuen Autos zu kennen? Albon war ein Jahr Pause, kommt in die Formel 1 und schafft direkt den Punkt in Australien, da einen Punkt, hat schon 3 Punkte geholt und Latifi, keine Ahnung, ist in der Wertung unter Hülkenberg und das ist, ja, schade. Kevin Magnussen, ja, eine 4, also auch mit dem dummen Fehler da gerade am Anfang. Vielen Dank fürs Zugucken. Wie fandet ihr das Rennen? In 2 Wochen geht es in Silverstone weiter. Ich denke mal, da wird Ferrari wieder gute Karten haben. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.